Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burger! Servus miteinander hier im Käfer. Und wen haben wir getroffen? Jawohl, Verona Poth. Servus, Verona. Servus. Verona, wie geht's dir hier in München? Ja, bei solchen Freunden kann es einem nur gut gehen. Ich freue mich heute Abend hier zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Oktoberfest hat es in sich. Und ich glaube, dieser Sky-Tisch war sehr schlau, wenn ich das mal so sagen darf. Die haben direkt am Fenster ein Plätzchen organisiert. Deswegen geht es mir auch noch so gut. Kommt noch ein frisches Lüftchen mal rein, oder? Lüftchen. Ich könnte es nicht schöner sagen. Ein Lüftchen. So ist es. Du warst doch auch beim ersten Wochenende in München, beim Anstichswochenende. Ja. Wie fandest du den Samstag, den Anstichsamstag? Ja, der war spannend wie immer. Ich fand es gut, dass sehr viele Leute gekommen sind, weil das war ja ein kritisches Thema. Aber man muss natürlich auch hier ein bisschen Gesicht zeigen und sagen, wir müssen weiter an die guten Dinge glauben. Und die Leute sind gut drauf, alle haben Spaß und das Oktoberfest verbindet ja auch immer alles. Ne? Bayern lassen sich nicht unterkriegen beim Feiern. Nee, die Bayern sind ja sowieso so ein Völkchen für sich. Nee, das ist ja wie bei den Schlümpfen, die halten immer zusammen. Genau, so schaut's aus. Jetzt hast du ja ein wunderschönes Dirndl an. Gibst du dir da ganz viel besonders Mühe, wenn du sagst, jetzt ist das Oktoberfest, da muss ich mir was ganz Tolles einfallen lassen oder greifst du einfach in deinen Schrank und nimmst ein Dirndl raus? Da muss ich mir ja auch was einfallen lassen. Du siehst ja lauter schöne Mädels hier. Aber klar, ich liebe Mode, ich bin Designerin. Meine ersten zwei Dirndl habe ich selber gemacht und heute habe ich eins von Noda Peitinger an, aber sie ist auch eine Top-Designerin. Aber ich finde, das Dirndl ist so besonders, weil es egal wie viele Kurven du hast, jede Frau sieht einfach Hammer im Dirndl aus. Deswegen sind die Männer auch so gut drauf. Du bist ja für viele Frauen zu Hause auch ein Vorbild. Was gibst du für Tipps für die Wiesen, wenn sich jetzt ein Mädel zu Hause fertig machen möchte? Egal was passiert, man muss ein schönes Dekolleté haben, gute Laune haben. Wenn es geht, den Mann zu Hause lassen, ist bei meiner Freundin gerade schiefgelaufen. Aber sonst einfach nur gute Laune haben, herkommen und viel Spaß haben. Und was ist Veronas Wiesenhit 2016? Genau, einfach gute Laune haben. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte mich schon gefreut, wenn Franjo Zeit gehabt hätte. Aber trotzdem, ich freue mich, heute hier zu sein. Dankeschön. Super, vielen Dank und viel Spaß noch, Verona. Tschüss, ciao.